Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das EEG, was nämlich heute am 01.04.2020 genau 20 Jahre alt wird. Und die Nachricht des Tages ist, das EEG wird abgeschafft. Unglaublich, nach vielen, vielen Jahren der wichtigsten Subventionierung ist es jetzt einfach nicht mehr da. April, April. Natürlich ist das nicht der Fall, aber heute am 1. April wird tatsächlich das EEG, das Erneuerbare-Energien-Gesetz, exakt 20 Jahre alt. Und man könnte sagen, vielleicht war es der April-Scherz der Geschichte, aber nee, natürlich nicht. Es war eines der wichtigsten und ist heute immer noch eines der wichtigsten Gesetze rund um die Energiewirtschaft und natürlich das zentrale Gesetz der Energiewende. Und ich möchte jetzt mal nur ein bisschen auf die Historie, vor allem auf die Schaffung und die erste Entwicklung des EEGs eingehen. Also was ist genau passiert? Wir hatten die Einführung des Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer Energien sowie zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes und Mineralölsteuergesetzes, was am 29. März 2000 final beschlossen wurde und am 31. März 2000 in das Bundesgesetzblatt gekommen ist. Und am Tag danach ist es ja dann immer in Kraft getreten. Und das war zufällig der 1. April 2000. Das war kein April-Scherz. Was war der Zweck dieses Gesetzes? Das steht ja dort immer in der Präambel. Ziel dieses Gesetzes ist es, im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen und den Beitrag erneuerbarer Energien an der Stromversorgung deutlich zu erhöhen, um entsprechend den Zielen der Europäischen Union und Bundesrepublik Deutschland den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch bis zum Jahr 2010 mindestens zu verdoppeln. Vom Jahr 2000 ausgehend. Diese mindeste Verdoppelung hat man erreicht. Das war sogar deutlich mehr. Ich würde meinen, vervier- oder verfünffacht innerhalb dieser 10 Jahre und bis heute noch mal ein ganzes Stück mehr, wenn man sich den Primärenergieverbrauch, aber auch den Endenergieverbrauch in Deutschland anschaut, sind die erneuerbaren Energien über die Jahre extrem gewachsen. Richtig, richtig gut natürlich. Und was zumindest den Stromverbrauch angeht, sind wir jetzt schon bei weit über 40%. An guten Tagen haben wir 100% Abdeckung. Also das ist soweit auf dem richtigen Wege. Aber natürlich gab es Aufs und Abs. Und es gibt vor allem aber natürlich auch verschiedene Grundlagen, die wir einfach nochmal kurz durchsprechen wollen. Was hat denn dieses EEG vor 20 Jahren so mit sich gebracht? Unter anderem natürlich die Abnahmepflicht des erneuerbar erzeugten Stroms am Netz. Das heißt, der Netzbetreiber muss den Strom aus einer erneuerbaren Energienanlage, die per EEG gefördert ist, unbedingt abnehmen. Gezwungenermaßen. Und zwar immer als allererstes, lieber als jeglichen Kraftwerkstrom. Genauso ähnlich funktioniert das ja auch mit der Kraft-Wärme-Kopplung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz KWKG. Der Strom, der auf diese Art und Weise deklariert ist, der wird lieber abgenommen und lieber gehandelt und so weiter als der klassische konventionelle fossile Kraftwerksstrom. Der ist immer bevorzugt abzunehmen, eine Abnahmepflicht durch den Netzbetreiber und gleichzeitig auch eine Vergütungspflicht. Also die erneuerbaren Energienanlagen, die seit 2000 dann gebaut und entsprechend gefördert wurden, oder auch ältere Anlagen, die dann gefördert wurden mit dem EEG, die haben eine garantierte Vergütung für jede eingespeiste Kilowattstunde bekommen, die also auch relativ gut war. Und dementsprechend gab es dann auch ein entsprechendes Geld. Wie hat das damals funktioniert? Denn zu diesem Zeitpunkt gab es noch nicht die EEG-Umlage, die auf der Endkundenabrechnung dann gelandet ist. Man hatte den sogenannten physikalischen Belastungsausgleich, der im Prinzip gesagt hat, jeder Netzbetreiber muss so viele Kilowattstunden aus erneuerbaren Energien aufnehmen. Also jeder Netzbetreiber bundesweit muss so viele Kilowattstunden erneuerbare Energien aufnehmen, wie es dem Verhältnis der bundesweit abgesetzten Kilowattstunden in erneuerbaren Energien entspricht. Das heißt, wenn das bundesweite Verhältnis 10% ist, dann muss auch seit damals, seit 2000, jeder Netzbetreiber 10% erneuerbare Energien abnehmen, gezwungenermaßen. Wenn er gesagt hätte, nö, das ist eine neue Anlage, die will ich gar nicht anschließen oder den Strom will ich gar nicht haben, er hätte es machen müssen, wenn praktisch der Anteil noch drunter war. Jetzt gab es da natürlich auch verschiedene ja, Lücken in dieser Regelung, wenn es zum Beispiel dann doch vor Ort deutlich mehr Anteil noch gibt und so weiter und so fort. Da gab es verschiedene regulatorische Änderungen und man hat das geändert vom physikalischen Belastungsausgleich hin zu einem finanziellen Belastungsausgleich namens Ausgleichsmechanismusverordnung.
MechV, ich glaube Ausgleichsmechanismusverordnung, die dann dafür gesorgt hat, dass man praktisch das System, wie wir es heute kennen, mit der EEG-Umlage dann auch angewendet hat. Die EEG-Umlage kam dann 2003 erst dazu. Die gab es gar nicht vom ersten Tage an. Im Vorher gab es die garantierte Abnahme und dadurch auch eine garantierte Vergütung für die erneuerbaren Energieanlagen bis zu dieser Quote. Und weil das alles nicht so dauerhaft funktioniert hat, gab es dann ab 2003 die EEG-Umlage und damit dann das Geld für die Subventionierung aus den Taschen der Endverbraucher, denn natürlich gab es die Umlage dann auf der Endkundenabrechnung. Kennen wir ja, wie es so ist. Diese Ausgleichsmechanismusverordnung ist aber nicht zu verwechseln mit der besonderen Ausgleichsregelung, die wir seit 2012, seit dem EEG 2012 haben. Und das ist praktisch der Mechanismus, der eben sagt, dass man als Industrieverbraucher, als wirklich intensiver Verbraucher Ausnahmen aus der EEG-Umlage bekommt und die praktisch nicht zahlen muss, weil man eben praktisch als Wirtschaftsförderung diesen großen Kostenanteil nicht zahlen soll. Ja, klar, das ist nicht zu verwechseln. Soll heißen, nur durch diesen kleinen Einblick, das EEG alleine ist schon ganz schön komplex in der Geschichte, ist kompliziert und ist halt auch eine, ja, nicht vom ersten Tag an perfekt aufgestelltes Sammelsurium von Mechanismen gewesen, ist es dann auch nie geworden und ist natürlich genau durch diese eher schwierige Belastung von Endkunden auch immer in der Kritik gewesen. Was könnte denn jetzt die Zukunft sein, wenn wir jetzt einfach die EEG-Umlage wegfallen lassen würden, wie ich ja vorhin gemeint habe, das EEG fällt weg. Was würde da passieren? Was könnte man machen? Naja, man könnte tatsächlich einfach eine CO2-Bepreisung anwenden. Man könnte sagen, es gibt für das Ausstoßen von CO2 einen deutlich höheren Preis als aktuell über den Emissionshandel, zum Beispiel auch eine CO2-Steuer. Und die Einnahmen da heraus gehen auf das EEG-Konto in die Förderung der Anlagen. Und damit kann man die Einnahmen, die sonst aus der EEG-Umlage kommen, komplett ersetzen. Und damit gibt es eine günstigere Verbraucherrechnung. Und praktisch jetzt eine Belastung von den tatsächlichen Verursachern von Treibhausgasen und eine Entlastung von allen. Das ist zumindest mal so eine Idee, wie man die EEG-Umlage jetzt ersetzen kann, das EEG weiterentwickeln kann in eine Förderung aus Einnahmen aus der CO2-Bepreisung. Das könnte die Zukunft des EEG sein. So viel eigentlich zur Historie der letzten 20 Jahre des EEGs. Es wird heute praktisch 20. Es ist also schon eine gute Weile volljährig und jetzt kann es noch weiter Party machen und sich weiterentwickeln. Gerade in den 20er Jahren entwickelt man sich ja nochmal deutlich weiter und ich denke, das EEG wird auch diese Entwicklung in den nächsten Jahren machen. Und ja, das war's eigentlich. Habt ihr Fragen direkt zum EEG und eben dieser Historie? Dann schreibt ihr mal unten in die Kommentare und ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Hier seht ihr nochmal ein anderes Video zum EEG-Konto und der EEG-Umlage, zum ganzen Mechanismus der Förderung. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.